attention, please. Electric Cowboy welcomes you on board and wishes you a pleasant ride. We're almost ready for takeoff and expected to party hard in less than a minute. So please make sure that your best dance moves are available at all times. We're currently testing the energy of the crowd, so please put your hands up. Yeah.
plaisir. Mais que ça les aide. Sowas hier erleben zu dürfen. Und man vergisst manchmal, dass das unser eigenes fucking Festival ist, Leute. Und Leute, ich kann euch versprechen, wir werden heute noch viel von euch brauchen. Eine ganze Menge. Seid ihr noch am Start? Hey Kevin, weißt du, was ich an dir am meisten liebe? Ja. Ich liebe deinen Charakter. Du hast einen geilen Charakter. Danke, aber du bist ein wunderschöner Mensch. Ja. Aber deine Zunge. Das ist wirklich nicht von dieser Welt, Mann. Das ist nicht von dieser Welt. Komm, Leute, zeigt mal eure Zungen. Wo sind die? Oh. Ich glaube, ich werde ein paar von euch gleich noch wiedersehen, oder? Geile Teile, Mann. Ich weiß nicht, warum ich immer so ein bisschen erregt bin an dem Stück hier. Ach, nö, ich auch nicht. Leute, für den nächsten Song brauche ich eure Zungen. Und zwar das, was ihr damit anstellen könnt. Ich brauche einen Sound. Und ich mache ihn euch vor, und dann seid ihr dran. Also hört genau zu. Schafft ihr es ganz leise zu sein, keinen scheiß Mucks zu machen? Okay, Leute. Und ich will euch so laut hören, wie ihr könnt. Also, es kennt schon viele, ne? Kevin, aber ich muss dir ein Wort glauben. Ja. Lächerlich. Ich habe da vorne auf jeden Fall ein paar Leute gesehen, die nicht mitgemacht haben. Und ich sehe euch. Tribünen heißen nicht Ausruhorte. Das sind genau diejenigen, die Vorbildfunktion haben. Deswegen, ich will euch alle hören, jetzt ein letztes Mal. Seid am Start! Okay. Noch ein letztes Mal. Der nächste Song ist Spaceman, got a rocket on my back. Spaceman, I'm raining like a maniac. Spaceman, got a rocket on my back. The universe is down for my radar track. Ja, gerade in die Boxen doch mal auf. Gestern noch im Trockenbau, heute bin ich Kosmonaut. Ja, ja, jeder kann sie sehen. Da am Himmel weiß ich bleiben, wer noch von der Sportbeweise. Ja, die Erde ist ein Schatten. Let's fucking go!
Raumschiff, fliegen hoch Richtung Mars. Jetzt wird die Dauerkraft verdammt. Schon die Lampen so ein bisschen an. Sehr schön. Also ich sag mal so, wenn ihr morgen vergessen habt, wie geil es heute war, tut mir wirklich leid um euer Geld. Dann ist es schade, aber irgendwie auch geil, oder? So, Leute, für den nächsten Song, wir hatten jetzt die Zungen, was ich ziemlich geil fand, aber jetzt geht's weiter, wir brauchen eure... Die Hände. Und zwar alle. Weißt du was, Kevin, ich glaube, wir können das am besten testen mit einer Laola. Ihr wisst, was eine Laola ist, oder? Pass mal auf, wir fangen mal genau da an. Seht ihr mich, ihr hübschen Menschen da hinten? Wunderbar, pass mal auf. Ihr leiert den Scheiß jetzt an, okay? Das geht einmal komplett rum. Und wenn wir da angekommen sind, fangt ihr hier vorne an und geht bis nach hinten durch, okay? Oberhausen, seid ihr am Start? Okay, also, wir fangen an in 3, 2, 1, let's go! Yeah.
Saal, ja! Alter, Max. Ey, mal eine kurze Frage. Hattet ihr Spaß mit den anderen Bands heute? Denn ich kann euch eins sagen, so ein Line-Up für so ein Festival, das sucht man sich nicht einfach so aus. Da macht man sich Gedanken. Und wir glauben, und wir sind fest davon überzeugt, vor allem, weil wir gesehen haben, was die Jungs und Mädels hier abgerissen haben, könnt ihr uns mal einen Gefallen tun und mal einen riesen Alarm für diese unfassbar geilen Bands machen? Leute, ich meine, wir machen unser Ding hier auf der Bühne, aber es braucht immer euch, um die Laune so richtig oben zu halten. Für den nächsten Song brauchen wir sie mehr denn je. Denn der nächste Song ist eigentlich unser neuester Song. Ich hab auch ein bisschen Angst. Ja, aber ist gar nicht unser. Muss man einfach mal ehrlich sein. Ist ein Cover-Song. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ungefähr jeder von euch diesen Song kennt. Ich hab Angst vor zwei Sachen. Ich hab erstens Angst, dass ihr so laut singt, dass ich mich nicht mehr höre. Was geil ist. Oder, dass ihr komplett die Fresse haltet. Aber ich glaube, das macht ihr nicht. Leute, wir wollen euch so laut hören, wie ihr nur könnt. Der nächste Song heißt Every Time We Touch. Jahres. Leute, ich kann euch verraten, wir hatten jetzt
Wir hatten jetzt Zunge, wir hatten Hände. Also, ich manchmal. Hallo? Ey, wir hatten Zunge, hatten Hände, aber wir brauchen auch Füße, oder? Nico, und ich glaube, dass der nächste Song einfach perfekt zum Springen geeignet ist. Eigentlich habt ihr den noch damals, also ich meine, das ist ja quasi der älteste Song in der Setlist, oder? Ja. Das ist ja lange, bevor ich dabei entstanden, richtig? Aber, was ich gespürt habe, als wir den das erste Mal zusammen gespielt haben, ist, der Song ist perfekt. Perfekt, um die Leute zum Springen, spielen zu lassen. Ja. Und das ist genau das, was ihr jetzt machen sollt. Scheißegal, ob ihr auf dem Rennen seid oder da unten, der nächste Song. Seht ihr, ne? Hallo, grüß dich, Patrick, hi, von Offstage, heißt das ja, glaube ich, ne? Oder so was in der Richtung. Passt mal auf, wir machen das Folgendes. Ja, irgendwie so was. Passt mal auf, wir machen hier mal Folgendes. Die linke Seite, also meine linke, eure rechte, ihr wisst, was ich meine. Alle hier rüber. Schön darüber. Geh mal ein bisschen kuscheln. Also, ihr wisst, eigentlich würden wir gerne... Bis hinten durch. Jetzt heißt es entscheiden, wo wollt ihr hingehören? Da fehlt noch was, Kinders, da fehlt noch was. Ich sehe euch. Bis da hinten her. Und ich kann euch sagen, wir haben jetzt mittlerweile überall gespielt und wir haben den Song überall mit hingenommen. Scheißegal, ob Amerika, Australien, und sie haben ihn alle gefeiert. Und wir haben immer Entschuldigung gesagt, dass der Song komplett auf Deutsch ist. Ja, aber da war tatsächlich hatten wir in Australien und in den USA haben wir einen Bestandteil nicht dabei. Ja, juckt auch keinen, weil der Song ist einfach nur gute Laune-Mucke.
Und, ah, warte mal, stopp. Bevor wir den Song spielen, da fehlt noch was. Hier sag ich doch gerade. Ah, da ist doch so ein Puzzleteil, das fehlt. Macht mal ein bisschen mehr für Kalle Kuschinski! Oh ja. Oh ja. Jetzt fühlt sich das Konzert an. Das ist schön. Und ich würde sagen, du hast die größten beiden Seiten aber zu sagen, oder? Wer ist denn jetzt Kastrop und wer ist Spandau? Guck mal, das Ding ist ja, wir versuchen ja mal alles so zu vereinen, ne? Aber wir sind jetzt hier auch eins, aber wir haben jetzt hier die Mitte getrennt. Und die linke Seite von mir wird gleich auf drei Kastrop rufen. Und die rechte Seite wird Spandau rufen. Ja? Wir versuchen das mal. Ja, müssen wir hier mal ein bisschen. Was haben wir hier? Ich sehe das. Naja. Jetzt sind Astra und Kastrop. Naja, aber die Spanier sind ja auch. Versuch mal, kann ich versuchen. So, also, auf drei. Eins, zwei, drei. Kastrop! Heilige Scheiße? Ja. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also meine Scheiße sieht nie heilig aus. Da kann ich bezeugen. Touren machen so vieles irgendwie sichtbar, das möchte man gar nicht sehen. Ja, das Ding ist einfach, man lebt nicht sonderlich gesund, man will es immer, aber es klappt nicht. Ne? Ich kann euch Folgendes sagen, Leute, und ich habe es schon tausendmal gesagt, aber das ist uns mega wichtig. Wir sind schon ziemlich lange zusammen auf Tour und wir haben so alles erlebt, was man so erleben kann. Und ich habe es gerade schon gesagt, wiederzukommen, nach Hause zu Familie und Freunden, die unter anderem heute hier alle da sind. Ey, Leute, können wir bitte einmal... Ihr wisst, wir lieben euch.
Ich weiß, ich sehe sie nicht gerne. Ich sehe sie nicht, du hoffentlich, aber ich weiß, irgendwo da hinten sind sie. Und ihr könnt wir lieben euch von ganzem Herzen. Ihr könnt euch vorstellen, wir dürfen unterwegs sein, unseren Traum leben, aber unsere Familien, die bleiben zu Hause und baden das alles aus. Und dafür sind wir unendlich dankbar. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Aber nicht nur das. Wir haben auch eine Tourfamilie, bitte. Wir haben auch eine Tourfamilie dabei. Deswegen, die Leute, die es hier jeden Tag aufbauen, das sind unsere Freunde. Nicht nur Freunde, sondern das ist absolut auch Familie. Und eine Sache ist absolut geil. Ja, macht mal ein bisschen Lärm, kommt schon. Spontan, aber das ist einfach, das ist einfach. Leute, ich kann euch sagen, wenn wir so in die Mengen schauen, egal wo wir spielen, wir haben mal ganz klein angefangen. Im Jugendzentrum in Castrop-Rauxel. Oh ja. Und jetzt sind wir hier. Und nicht nur, dass ihr mehr geworden seid, sondern ihr seid auch einfach so geil unterschiedlich. Es ist scheißegal, woher ihr kommt, was für Mucke ihr in eurem Alltag hört. Es ist scheißegal, wen ihr liebt. Das ist uns alles krank egal. Wir wissen einfach nur super zu schätzen, dass ihr heute hier Abend da seid und mit uns Mucke feiert und eine geile Zeit habt. Und ich wünsche euch, dass wir das unendlich so weitermachen können. Und der nächste Song ist einfach perfekt dafür geeignet, denn egal, ob ihr alleine gekommen seid oder mit Freunden, scheißegal, heute ist hier niemand alleine. Fakt ist auf jeden Fall, wenn da irgendjemand ist, jetzt gerade in dem Moment, ein bisschen wie scheißig oder so, der die Liebe, die hier im Raum ist, gerade nicht spürt. Oh, ihr wisst was, ne? Hier ist euer Arrow. Look at that!
Thank you.
vielen, vielen Dank! Hier Oberhausen, alles cool bei euch? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das ist, einfach aus so einer Idee heraus noch eine zweite Hometown-Show zu machen irgendwann mal. Jetzt hey, weißt du noch, dass das ungefähr so... Pass auf, ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Ihr sitzt total besoffen irgendwie am Tisch. 4 Uhr nachts irgendwie, ihr, keine Ahnung, Alter, die Party ist längst vorbei. Du sitzt da mit 3 Leuten da irgendwie und so... Weißt du, richtig geil, ja. Ein richtig eigenes Fest. So, das war vor 2 Jahren. Das war vor 2 Jahren und jetzt sind wir hier. Und wir sind euch unendlich dankbar. Deswegen macht mal ein bisschen Lärm für euch. Wenn wir heute so einen geilen Tag haben, wenn wir heute so schön... Wie heißt das nochmal hier? Überraschung. Oh, deswegen, bevor die Überraschung kommt, lass uns doch einfach mal kurz hinsetzen, oder? Ja. Lass uns mal alle, das ist eine gute Idee. Also pass mal, wir machen das so. Jeder, der Bier mag, setzt sich jetzt hin. Oh. Oh. Alle runter auf den Boden, komm schon. Es gibt keinen Menschen, der kein Bier mag. Leute. Und weil es so schön ist, ich zähle bis 3 und dann schreit ihr alle eure Lieblingsbiermarke so laut ihr könnt. 1, 2, 3! Okay, wieder hinsetzen. Da war auf jeden Fall dreimal Spiegelbein, das habe ich gehört. Ich hab Kronmacher, Leute. Ich hab Spiegel gehört. Okay, Leute. Alle bereit? Wir haben heute einen geilen Tag, deswegen spielen wir uns auch Song. Denn ist so nice. Best Day! Leute, bleibt wo ihr seid! Bleibt wo ihr seid! Bleibt wo ihr seid! Ich sag euch Bescheid! Oh. Okay, Leute. Yeah! Ich bin cool, so wie Minus gerade. Minus, ey. Mein Kumpel ist im Minus gerade. Ey, 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 ey.
Dortmund. Das stimmt. Gekula heißt es, glaube ich. Richtig? Ich habe Leberzirrhose. Sterben morgen. Das tut mir so leid, Mann. Ist das schön hier. Ich sag euch, wie es ist. Hey Kevin, guck mal hier. Ja. Ach, du hast es vermisst, oder? Ich bin super stolz auf das, was jetzt passiert. Ich bin super stolz drauf. Weißt du, kann ich die haben? Das sieht aus wie kleine Armbändchen. Ich hab schon eins bekommen. Oh, ich hab schon eins bekommen. Geil. Übrigens, vielen Dank nochmal. Ich liebe dich, vielen Dank. Ey, normalerweise bin ich super stolz auf das, was jetzt gerade passiert. Aber heute ist es irgendwie peinlich, weil die Familie da ist. Ja, Moment, Kevin, warte mal. Pass mal auf. Also an alle Lieben da oben, ne? Also an Eltern, an Onkel, Tanten, an Brüder, an meine Frau, an mein Kind. Bitte verurteilt mich nicht. Das ist Teil unseres Humors und dieser Humor ist sehr, sehr stumpf. Aber wenn ihr lachen könnt, ist alles geil. Ich kann euch schwören, wenn die Tour vorbei ist irgendwann, dann wird das mein neuer Schreibtisch zu Hause. Ja, und ich kann dir sagen, wenn er jedes Mal drauf liegt, wenn du deine Steuern machst. Das Finanzamt. Nee, ich. Das Finanzamt. Nee, ich. Das Schönste an der ganzen Geschichte, und jetzt wird's richtig peinlich, ich bin der einzige Mensch auf diesem Planeten, der tritt. Nein, das stimmt nicht. Marco, sorry, Alter. Ich bin fast der einzige Mensch, der tritt braucht, um hier raufzukommen. Oh ja. Ist schon ein bisschen peinlich. Schön, dass ihr klatscht. Danke. So irgendwas Ermutigendes wäre schön gewesen. Sowas wie, ey, ist nicht so schlimm! Aber jetzt ist Zeit für Romantik. Wisst ihr, was ihr jetzt alle macht? Ihr habt alle Handys. Selbst die Opas unter uns haben Handys. Alle Lichter raus. Alle. Wir wollen alle Lichter sehen. Oberhausen, komm schon. Und Kevin, Alter, jetzt wird die Challenge auf ein neues Level gehoben, Alter. Ei, ist das schön. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe keine Brille auf. Ich habe keine scheiß Brille auf. Ich sehe nur so ein Lichter mehr. Ey, Oberhausen, Dankeschön! Okay. Ich muss mich einmal kurz sammeln. Kevin, das ist dein Part, Alter. Ich weiß. Das Problem ist, der Nico hat euch jetzt alle ein bisschen geil gemacht, aber wir brauchen die Lichter jetzt noch gar nicht. Deswegen, ich zähl bis drei, und ihr nehmt sie runter. 1, 2, 3! Junge. Ey, verarscht, wir brauchen sie doch. 1, 2, 3! Das ist schön. Wir brauchen sie aber doch nicht. 1, 2, 3! Okay, also wenn er 1, 2, 3 sagt, sind die oben. Die bleiben so lange oben, bis dieser Pimmel von der Bühne ist. Oberhausen, seid ihr dabei? Ja, ich sag euch, wie es ist. Mit Klavier mal wachsen, aber. Was ist denn mit dem Klavier? Was hast du denn? Nächstes Mal, ey, ich will immer, dass es gleich wird. Ich muss das hinsetzen, das ist mega unbequem. Siehst du so gut? Scheiße. Ist denn da scheiße? Sag es doch! Mein Systempedal funktioniert nicht, Leute. Navi! Könnt ihr mal bitte Applaus für Navi machen, dann funktioniert der besser. Ich regle mich hier schon wie so ein Vollidiot. Guck mal, da bin ich schon schlaff, das ist doch scheiße. Ich spiel's jetzt ohne System, hör einfach nie hin. Weißt du? Das hört sich aber ganz schön hart an. Nee! Wisst ihr was, wir machen mal eine Pause irgendwas. Passt mal auf. Solange das nicht funktioniert hier, machen wir ein bisschen Spökes hier. Seid ihr dabei? Wir versuchen mal was. Mama. Ja, scheiße, was jetzt? Jetzt spiele ich einfach. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir können ja mal den Labi ein bisschen anfeuern. Das wird nichts. Meinst du nicht? Wir spielen jetzt einfach, pass auf. Denkt euch einfach den Ton auf, Digga. Aber das ist scheiße.
Ich sag dir, wie das ist. Soll ich jetzt das Klinker schießen auf der Mikrofon? Auf der Mikrofon. Wir haben Zeit, Kinos. Wir haben Zeit. Habt ihr Zeit mitgebracht? Das ist das Schöne an der Live-Show. Ja? Da kannst du machen, was du willst. Es passiert immer Scheiße. Immer. Irgendwann passiert Scheiße. Da machst du gar nichts. Aber ihr könnt verdammt gut singen, hab ich gehört. Was für ein Song? Was für ein Song? Warte mal, ich pick mal hier mal einen raus. Was für ein Song hast du gerade im Kopf? Den singen wir schon, das ist scheiße, das kannst du machen. Da hab ich doch gerade gesagt, den singen wir doch gleich. I like to move it, move it. Wie, macht nicht weiter, Mami. Hör mal, wir gehen die Ideen raus. Ey, wir machen das folgendermaßen. Daniel, komm mal einfach mit deinem schönen Ding auf der Bühne hier, mit deiner Gitarre. Ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen Saxophon. Wir stellen uns da vorne hin, du singst die zweite Stimme mit mir und wir machen das nur mit der Akustikgitarre. Seid ihr bei uns? Ja. Okay, passt auf. Ab jetzt brauchen wir alle Lichter. Alle Lichter raus. Komm schon. Es funktioniert. Willst du mich verarschen? Ja, Mann. Könnt ihr mal ein bisschen Alarm für diesen wunderschönen Menschen an der Gitarre machen hier? Ey, ich sag's euch, wie es ist. Es tut mir leid. Ey, es tut mir leid. Nee, bleib hier. Wir tun jetzt so einfach, ist nichts passiert. Ja, das hört sich gut an. Kennt ihr Text, ne? Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away, stand in the dark. Come on! I don't care what they are. Let the storm rage on. Ich glaube, da sollte kein Feuer kommen. Doch, ich hab das auch dauernd. Das ist vielleicht mit der Pedale, oder? Ja, ja. Ah, okay. Wir haben hier die Kabel falsch gesteckt, Leute. Lasst die Lichter oben. Alle Lichter. Wir haben noch einen Song, den wollen wir jetzt spielen für euch. Bevor der Daniel hier ganz verbrennt. Leute, ich glaube, das war ein kleiner Prank. Der Daniel hat so ein bisschen Angst vor Feuer. Es tut uns wirklich leid, aber jetzt seid ihr gefragt, Leute. Der nächste Song. Hi, Bratwurst. Hi. Grüße. Viel Spaß. Heute ist eine Chaos-Show, sorry. So, Leute, seid ihr bereit? You are my fire, the one desire beneath. When I say that I want it that way, but we are two worlds apart. Can't reach to your heart. When you say that I want.
your one desire is out of it's too late. Also, können wir da offen drüber reden? Komm, wir sind doch eine transparente Band, ne? Wir sind eine transparente Band. Aber, Kölner, ich muss sagen, das war hochgradig peinlich. Ja, ja. Aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid noch mit am Start. Seid ihr dabei? Okay. Hey, ich sage euch, wie es ist für den nächsten Part. Wir reden gar nicht lange drum rum. Komm, ist dein favorite Part? Macht mal ein bisschen Platz in der Mitte. Wisst ihr, nee, warte. Ja. Wir machen nicht nur einmal Platz. Wir brauchen genau drei Tanzflächen. Eine in der Mitte, eine genau da. Geh das nicht gucken, ein verdammte Scheiße! Komm, mach ein bisschen Platz in der Mitte! Ja, mach mal Kreis, genau da! Großen Kreis machen! Und da hinten auch! Und da auch! Wir brauchen drei Dancefloors! Drei! Und Leute, ich sag's euch, wie es ist: Wir erzählen in der ganzen Welt darüber, wie geil Disco-Fox und Schlager sind. Und es hat noch niemand richtig hingekriegt, einen Disco-Fox zu tanzen. Deswegen Couple Dance Time für euch, Leute. Ihr wisst, wie das läuft. Eins, zwei Step. Ihr wisst es. Ist scheißegal, ob ihr euch schon kennt oder gerade erst kennengelernt habt. Wir brauchen jetzt die Paare. Wichtige Frage: Habt ihr Bock auf ein bisschen Schlager? Ja. So. Das ist mit steigendem Pegel. Läuft das nicht mal. Guck mal da, die wissen genau, wie das läuft. Ich schlurfe richtig einen ab. Guck dir das an. Ey Leute, wisst ihr, wie der nächste Song heißt zufällig? Viel Spaß. Hurricane. Let's go. Wir sollten noch ein bisschen tanzen, eigentlich. Wenn ich an die Bilder sehe, da denke ich nur an dich. Wie du gestern auf mir saßt, voll war das widerlich. Dein Geruch, der noch an mir klebt, der ist jetzt überall. Und schon klingelt mein Telefon, du willst mich noch einmal. Du bist wie ein Hurricane, der sich durch mein Leben zieht. Ohne Rast und Gefühl, siehst du mich. Der nächste Song, und ich freue mich jedes Mal ihn zu spielen, weil auf der ganzen Tour in Amerika hatten wir Begleitung auf der Bühne und auch... Ja, aber ich weiß auch warum, weil, ja. weil in den Staaten ja. dieses Wort die ganze Zeit gepiept wird und wir es endlich mal vernünftig hören und schreien können. Genau. Weißt du, was ich meine? Der nächste Song, wir wollen es einfach mal ausprobieren, vielleicht kennt ihr den... Nico, willst du einfach mal singen? Ey, vielleicht machst du das, hast du... Nee, ey. Nein? Nee. Hör mal, ihr wisst genau, der kann singen, der tut nur immer so, als würde er nicht können. Everybody thinks that I understand. Das war ziemlich leise. Because I know that you think that I understand. Wir versuchen das nochmal. Ich möchte jede einzelne Person hören. Yeah, everybody thinks that I understand. Nice. Yeah.
könnte es nicht glauben, aber der nächste Song heißt Fuck Boy. Escalation Fest, seid ihr am Start? Let's go. Feel deep inside, my day, my time, my way, but you never stay for the night. You don't know me like one day. I wish you would. Yeah, everybody thinks that I'm just a fool. Cause I don't let you think that I'm just a fool. Yeah. And I know that I don't have any good reputation. Do you wanna be my way out? This situation, but I really wanna know that one day I really wanna show that I'm worth it. Cause I know there's a little better I'm good for you. Oh, 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 oh. Yeah, everybody thinks that I'm just a fuckboy. Oh, 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 oh. I know there's a thing that I'm just a fuckboy. Fuck that to Maria! Ich kann schlechte Nachrichten in ein gute Laune Sandwich verpacken. Das ist eine Kraft, die ich habe. Wir hatten heute eine geile Zeit, oder? Hey, komm, Leute. Wir hatten doch heute eine gute Zeit, oder nicht? Das Ding ist, der nächste Song ist der letzte Song, aber nächstes Jahr wird es ein Escalation Fest Volume 3 geben! Ihr habt es nicht mal gemerkt, Leute, ne? Ich habe mir überlegt, der nächste Song, weil es ja der letzte ist, der will euch nochmal alles abverlangen. Und das ist ein bisschen confusing, weil wir haben einfach schon den ersten Teil, den zweiten Teil gespielt und jetzt spielen wir den ersten Teil. Also das macht gar keinen Sinn. Der nächste Song ist quasi ein wunderschöner Song. Und wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Wir nehmen hier den MC. MC? Okay, Leute. Let's hold the fire! Let's go!
I'm not afraid to die.
Sing mit mir! We're alive, we believe it's your time and race. We're young! Und in den 5 Minütchen haben wir noch ein paar Sachen vor. Erste Sache, wir wollen noch ein Foto mit euch machen. Okay? Zweite Sache, ich will euch alle nochmal hören. Und an der Stelle bin ich sehr gespannt. Also ich bin völlig im Arsch. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Saft im Tank, oder? Könnt ihr noch? Wir gucken. Deswegen kommt mal lieber ein bisschen näher, lächelt schön, haltet die Hände oben. Oh, guck mal, da können wir sogar direkt hier. Schön, sehr schön. Seid ihr bereit? Alright. Escalation Fest, ich zähle bis 3. 1, 2, 3! Noch eins. Ey, Dario, sieht geil aus, Alter, sieht richtig geil aus. 1, 2, 3! Vielen Dank. Dankeschön! Hier.